Gut, und willkommen zurück zur fünften Folge. Sie haben es geschafft. Gute Arbeit. Der Eingang zur Datenzentrale befindet sich außerhalb des Arboretums. Das Büro Ihres Bruders ist ebenfalls Jupiter in seinem Palast an der Spitze des Himmels. Das haben Sie immer hinter seinem Rücken gesagt. Ach gut. Aber dann wären Sie... was? Neptun? Pluto? I don't know. Morgan, alles in Ordnung? Über diesen Typhon? Da gibt es keine Informationen. Halten Sie sich von ihm fern. Okay. Halte ich vor. Hey, Buddy. Prüfen, warum der Aufzug feststeckt. Das wäre schneller und sicherer, als wieder durch die Guts zu fliegen. Ja, stimmt auch. Hauptaufzug. Ui. Sieht schon geil aus hier. Aufzug, Aufzug, Aufzug. Danke, Bros. Lass uns schauen, warum der Hauptaufzug feststeckt. Morgan, dieser Typhon ist unbekannt. Soweit ich das erkennen kann, ist er für das Problem mit dem Aufzug verantwortlich. Das von Ihnen in der Psychotronik freigelassene Phantom hatte ähnliche Störfähigkeiten. Dieses hier scheint aber stärker zu sein. Ein Scan wäre aufschlussreich. Scan abgeschlossen. Weitere Proben benötigt. Scan abgeschlossen. Weitere Proben benötigt. Habe ich noch Munition? Nö, habe ich nicht. Geil. Junge, jetzt kommt er ran. Gute Arbeit. Der Aufzug reagiert wieder. Dieser Typhon hat sich der Hardware und selbst der Systemsoftware bemächtigt. Bis zum Maschinencode. Und zwischendurch hat er sie noch umprogrammiert. Faszinierend. Und erschreckend. Ich kann den Code patchen. Sollte kein Problem sein. Nehmen Sie den Aufzug, wenn Sie schnell die Hauptdecks der Talos 1 erreichen wollen. Es gibt einen Stopp in der Lobby und der Lebenserhaltung. Ah, oh, Lebenserhaltung wäre gut. Achso. Ich würde gerne eine Lebenserhaltung. Oh wow, der ist schnell. Hallo Lebenserhaltung. Ah, ja, jetzt doch. Was ist meine Mission?
Ah, alles klar. Ist er selbst nicht im Aufzug sicher? Dankeschön. Gut, dann erkunden wir mal weiter. Oh, ruhige Musik. Schatzkarte. Wie geht's voran? Ich krieg das verdammte Ding nicht auf. Wo ist dein Herr? Antwortet nicht. Was ist los? Das Schloss hat eine Stimmsicherung. Daniel muss das Schlüsselwort sagen, wenn wir da rein wollen. Reichen auch einzelne Satzfragmente? Vom Transcribe? Ja, mit den richtigen Wörtern. Oder wenn wir genug haben, um eine Liste aus Konsonanten und Vokalen zu erstellen und Muster laufen lassen. Ich gehe sie suchen. Oder ihr Transcribe. Ich sehe erst in ihrem Zimmer nach. Alles klar, Ivy, aber machen Sie keine Dummheiten. Ivy? Mist. Wir dürfen einen Stimmcode zusammen basteln. Cool. Dennoch richtig abenteuerlich hier. Ich nehme so viele Folgen am Stück auf. Ach Mann. Mikrogravitätsbrille. Was gibt's? Morgen. Ich habe mich gefragt, ob Sie vielleicht beunruhigt darüber sind, dass Sie Ihren eigenen Tod geplant haben. Das ist schwer zu verdauen. Mein Rat wäre, denken Sie nicht an das Ende. Konzentrieren Sie sich auf das, was vor Ihnen liegt. Einen Schritt nach dem anderen. Ich bin hier, wenn Sie Hilfe brauchen. Es ist unwahrscheinlich, dass Chief Shaw noch lebt. Ich rate Ihnen, Zachary Wests Strategie zu verfolgen und Stimmproben zusammenzusetzen. Auf Ihrem Transcribe befindet sich die nötige Software. So haben Sie meine Stimme erstellt. Daniels Quartier dürfte ein guter Startpunkt sein. Will ich denn jetzt schon Besatzungsquartiere? Ah ja. Schaut euch das alle an, diese Shuttle da vorne. Kraftwerk. Öffnet sich erst, wenn Sie die manuelle Verriegelung im Innern deaktivieren. Ist wahrscheinlich am besten. Sie wissen erst, was Sie erwartet, wenn es zu spät ist. Ja, gut. Wir werden das Spiel aber an dieser Stelle. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Macht's gut und bis zur nächsten Folge. Ciao.